Hallo ihr Lieben, heute machen wir Hängende Gärten, zweiter Teil. Dafür braucht ihr eine PET-Flasche, einen wasserfesten Stift, Schere und eine Schnur. Ich habe mich für ovale Öffnungen in der Flasche entschieden. Male diese zuerst vor. Öffne dann die Flasche. Drücke sie zusammen, schneide ein Loch rein und kann gemütlich dann von da aus den Rest ausschneiden. Ich habe mich für zwei Öffnungen entschieden. Das heißt, ich werde auf der anderen Seite nochmal probieren, so genau wie möglich das Loch nochmal nachzuzeichnen und dieses auch wieder ausschneiden. So, jetzt kommt noch die Hängevorrichtung. Dafür müsst ihr nur am Flaschenhals eine Schnur anbringen. Da bitte einen ganz festen Knoten machen, damit das nachher nicht runterfällt. Solltet ihr Probleme dabei haben, einen Erwachsenen fragen am besten. Dann ist unsere Flasche eigentlich fertig. Ich habe jetzt mit dem wasserfesten Stift noch Muster auf die Flasche draufgegeben. So, jetzt muss nur noch unser Blümchen rein. Ich war bei mir um die Ecke direkt bei einer Gärtnerei und habe nach einer hängenden Blume direkt gefragt. Wie ihr seht, habe ich mir ein bisschen schwer getan, da ich eine relativ große Blume benutzt habe. Umso kleiner, umso besser, dann bekommt ihr sie besser rein. Damit haben wir jetzt schon unseren zweiten hängenden Garten fertig. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss!